Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Das ist jetzt das nächste Video in dieser Serie Psychologie, Verkaufspsychologie und die Werbetricks der Industrie und vor allem, wie Sie auch diese für Ihre Werbeanzeigen und Blogartikel und so weiter anwenden können. Heute geht es um das Thema Glaubwürdigkeit und Testimonials. Ich habe schon in einem vorherigen Video erwähnt, dass es äußerst wichtig ist oder einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass Ihre zukünftigen Kunden oder die, die Ihre Werbeanzeigen sehen, Ihnen auch glauben, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung das erfüllt, was in dieser Anzeige eben versprochen wird. Wenn dieser Punkt fehlt, dann sieht es ganz schlecht aus mit den Erfolgen und darum ist es wichtig, dass Sie auch Glaubwürdigkeit transportieren. Und das geht am einfachsten und am schnellsten mit Testimonials. Testimonials sind einfach Berichte von bereits bestehenden Kunden, die bestätigen, dass das Produkt oder die Dienstleistung wirklich geholfen hat oder leicht anzuwenden war. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussehen kann, in Form von zwei Webseiten von sehr bekannten Leuten, die das wirklich erfolgreich anwenden. Ich gehe jetzt hier mal kurz raus und ich bin jetzt hier auf der ersten Seite von Tony Robbins. Tony Robbins ist der Erfolgstrainer schlechthin, der ist, glaube ich, weltweit am allerbekanntesten in dieser Sparte von all diesen Erfolgstrainern, die besten Leute der Welt, die man kennt, sei es Hollywood-Schauspieler, Spitzensportler, zählen zu seinen Kunden. Und auch Tony Robbins verzichtet nicht auf diese Testimonials. Ich bin jetzt hier auf seiner Webseite. Wenn man jetzt hier ein bisschen runterscrollt, dann sieht man jetzt hier schon What Leaders Are Saying. Wenn ich hier auf die Liste gehe, dann kommen hier genau diese Testimonials, von denen ich jetzt gerade spreche. Also, da haben wir mal als erstes Oprah Winfrey, kennt jeder in den USA. Dann Hugh Jackman, das ist einer der Hollywood-Schauspieler schlechthin. Überall, wo man hier sieht, sind Testimonials von erfolgreichen Leuten in deren Nische. Und hier sieht man es, Eva Longoria, hier sind einfach immer kurze Texte mit Foto von diesen Leuten. Das ist mal die Seite Nummer 1, also da geht es hier runter. Endlos, das ist wirklich, wird das von Tony Robbins absolut hier in Perfektion betrieben. Und die zweite Seite, die ich Ihnen zeigen möchte, den kennen Sie jetzt vielleicht nicht, wenn Sie nicht in der Nische Internet Marketing tätig sind, das ist Vic Street Toys. Vic Street Toys, nur kurz zur Erklärung, ist der absolute Experte im englischsprachigen Raum, wenn es darum geht, Webseitenbesucher zu generieren. Also da gibt es keinen, der das besser kann als er. Er hat die verschiedensten Techniken und der ist ein Vorbild für jeden, der einen Besucher für seine Webseite haben möchte. Und auch Vic Street Toys hat hier die Testimonials in einer Reihe runter. Also hier sieht man mal nur zuerst die Bilder, wenn man draufklickt, sieht man dann das Statement desjenigen. Und er hat dann auch hier unten Videotestimonials. Wenn man die hier anklickt, okay, schade, das ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ist auch nicht verfügbar. Okay, das ist jetzt nicht ganz optimal, was er hier zeigt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber das wären grundsätzlich ganz kurze YouTube-Videos. Hier in einer Reihe herunter. Hat ein bisschen Pech, dass die weg sind, aber ja, kann passieren. Ein YouTube-Video ist schneller weg, als man glaubt. Und ja, das sind jetzt diese beiden Sachen, die ich Ihnen zeigen wollte. Macht jetzt nicht wirklich viel aus. Und ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar kleine Denkanstöße mitgeben, wie Sie das umsetzen können. Gehen wir mal davon aus, wie ich schon mal in einem vorigen Video angesprochen habe, Sie haben ein Self-Defense-Studio, ein Selbstverteidigungskurs, den Sie anbieten. Dann fragen Sie doch einfach Ihre erfolgreichen Teilnehmer, die das wirklich schon umsetzen konnten und die Fortschritte machen. Vielleicht um so ein kurzes Statement. Schreiben Sie das auf mit Word. Machen Sie eine schöne Schrift draus, machen Sie ein Foto von Ihren Kursteilnehmern, posten Sie es auf Ihre Webseite, das ist heutzutage absolut kein Problem. Was noch viel besser ist, meiner Ansicht nach, einfach das Smartphone raus, filmen Sie den 30 Sekunden lang, das ist wirklich in 30 Sekunden erledigt, wenn überhaupt so lange. Sagen Sie ihm, wie es ihm gefallen hat, wie ihm das geholfen hat und das auf YouTube hochladen und dann auf Ihrer Webseite veröffentlichen. Etwas Leichteres gibt es heutzutage nicht. Und ja, vielleicht auch, wenn Sie ein Restaurant besitzen, können Sie das Gleiche machen. Fragen Sie Ihre Stammkunden um so ein kurzes Statement, dann auch wieder entweder mit Foto und Bericht, so in einem kleinen Abschnitt auf der Webseite, die Sie sicherlich haben, veröffentlichen.
oder ein Video während des Essens. Das ist, ja, man muss einfach nur die Leute darum bitten, seine Kunden vielleicht dann eine kurze Gefälligkeit dafür geben, dass man eben mal ein Gratisessen springen lässt für so ein tolles Testimonial. Oder wenn sie so einen Self-Defense-Kurs haben, geben sie den vielleicht einen Monat gratis. Irgend so etwas, mit so etwas kann man hier sicher um ein Testimonial bitten. Und das ist ein Verkaufspsychologie, eine Verkaufspsychologie-Strategie, die wirklich hilft, denn die Menschen möchten das von Gleichwertigen bestätigt haben, dass es denn durchführbar ist. Das war der heutige Tipp. Und ja, wenden Sie das einfach an. Und zum Abschluss bleibt wie immer, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen, wenn es geholfen hat. Gerne können Sie mir Ihre Kommentare hinterlassen und unbedingt meinen Kanal abonnieren, damit Sie die weiteren Updates erhalten. Ja, wer mehr Tipps und Tricks zu diesen Themen, zu Internet, Marketing, zu Werbung und so weiter haben möchte, einfach meine Webseite besuchen, benjaminbible.at. Der Link ist auch unter der Beschreibung. Das war's jetzt zu diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Wiedersehen.